Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. So, ich habe beim Münzensammeln habe ich was bemerkt, was ich euch noch nicht gezeigt habe, und zwar bei ihr hier. Und hallo, Sveina. Da bist du ja wieder. Willst du kämpfen? Werden wir jetzt auch tun. Kämpfen wir. Und zwar... Gut. Wähle deine Ausrüstung. Nachdem wir den ersten Kampf gemacht haben, haben wir einmal das Druidensatz freigeschaltet und den Satz hier. Die beiden zeige ich euch jetzt noch. Ich will es wissen. Hiermit hast du nur begrenzten Platz für Mahlzeiten. Nutze sie mit Bedacht. Ja, brauche ich ja eh nicht. Also, hoffe ich mal. Und wenn ich die beiden gemacht habe, sollte ich genug Münzen haben, weil ich mich jetzt nicht irgendwo verrechnet habe. Dass wir uns alles kaufen können und dann gucken wir mal, was das Fest sonst noch so zu bieten hat. Außer einem Frosch im Hals. Wunderbar. So. Ups. Jawohl, jawohl. Mit dem Druiden-Set, das fand ich schwierig irgendwie. Aua. Was ist jetzt los? Ah, meine... Gemeinsam schaffen wir das! Meine Maus war außen. Okay, ich muss gleich mal irgendwas gucken. Wenn wir das hier einmal gemacht haben. Ich glaube es... Ich glaube, hier hat sich was verstellt, dass ich... Da ich nicht wirklich im Vollmodus bin, sondern nur in diesem Randlosen. Alter Junge, du nervst. Bei dem ist das, fand ich das hier ganz gut. Zack. Boom. Und den hinterher. Und die dritte Welle. Die dritte Welle. Oh, Waffe werfen, Waffe werfen. Bock. Der Typ hier ist scheiße, komm her. Bumm. Und voll auf die Nase. So. Und da kommt der letzte. Mit dem Wolf, ja genau.
Treffer. Zack. Boom. Und. Dong. Schön den Wolf im Auge behalten. Ja, das war wohl nichts. Oh nein, er hat uns erwischt. Lag da, wo ich nicht hinkam. Ich muss. Okay. Das haben wir. Zeige ich euch noch das letzte Set mit dem Set. Oder dem. Hier heißt der Satz, aber das Rüst. Ja. Gewonnen! Gut gemacht. Ich glaube, ich sollte es noch schwieriger machen. Genau. Komm wieder, wenn du bereit für noch eine Runde bist. Und ich fand den letzten Satz. Den ich euch gleich zeige, mit dem habe ich das die ganze Zeit gemacht, weil es ging richtig gut. Aber ich mache hier mal kurz einen Schnitt. Ich muss mal irgendwas in der Einstellung gucken, weil meine Maus haut gelegentlich aus meinem Bild ab und landet dann auf dem anderen Bildschirm. Das ist unpraktisch. Das Problem hatte ich ja schon mal. Ich glaube, hier hat sich wieder was umgestellt. Warte mal kurz. Und da bin ich wieder und es war genau das, was ich befürchtet hatte. Das Spiel hatte sich wieder, nachdem ich nach dem Update der Grafikkarte wieder von Vollbild auf Fenster, auf randloses Fenster umgestellt. Okay, Problem gelöst. Jetzt. Hallo, Schweiner. Da bist du ja wieder. Willst du kämpfen? Jop, der Letzte. Kämpfen wir. Gut, wähle deine Ausrüstung. Genau, jetzt nehmen wir den hier, der... Nittersatz. Ich mag Überraschungen. Damit steigt deine Stärke, aber deine Abwehr wird schwächer. Das, mit dem habe ich das die ganze Zeit gemacht, bin ich die Münzen oder Marken, die Festmarken hier zusammen hatte. Das ging richtig gut. So, das überspringen wir mal kurz. Wir haben eine ewig Zeit hier, meine Güte, immer diese... So. Das hat richtig gut funktioniert. Dann machen wir mal. Bam. Autsch. Ich töte dich. Go heffren lassen. Und dann immer das mit Fallen machen. Das funktioniert richtig gut. Aua, auch wenn gerade. Ich spieß dich auf! Das glaub ich nicht. Hab aber auch nicht getroffen. Zack, Pong. Also aufgespießt haben wir den ja wohl. So, hier Falle. Wo haben wir den letzten. Aua! Du bist nicht mehr willkommen! Ja, ihr auch nicht. Bumm. Nein. So nicht. Zack. Und Pong. Tschüss. Treffer.
getroffen. Da kommt er. Boom. Zack. Und boom. Ah, schade, Mist. Doch, passt. Passt noch. Ich hatte das auch teilweise, wenn der Wolf dann aus unserem Kampfgebiet rausgeflogen ist. Dann sah die Animation total bescheuert aus, weil Eivor nicht bei dem Wolf war. Aber egal. So, das waren die drei Rüstungen oder die drei verschiedenen. Dein Rüstzeug hat mir gut gedient. Es ist nur so gut wie der Krieger, der es trägt. Hier, deine Belohnung. Wunderbar. Das wäre das. Wie beim Bogenschießen, hier war nichts Neues. Bei dem Reiten habe ich jetzt gar nicht geguckt. Na. Wir gehen jetzt erstmal Münzen eintauschen. Es müsste alles gehen. Hallo, Norwid. Eivor, wie kann ich helfen? Ich meine, ich bräuchte um die 820 Münzen und ich müsste... Schauen wir mal, was du hast. Müsste mehr haben. 940, ja, sollte reichen. Ja, die kaufen wir halt einfach. Das ist am teuersten. Dann die wilde Jagd. Ich glaube, das werden wir auch vielleicht mal anlegen und Haarknochen, Bartknochen. So, 120 habe ich jetzt noch. Ich muss gehen. Bleib gesund. Immer wieder gerne. Ja, aber du hast ja jetzt nichts mehr. Dann gehen wir mal eben zur Tätowiererin. Hoppala. Das rote, was wir aktuell haben, ist ja, meine ich, vom letzten Fest, oder? Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Hi. Sieh dir mal meine neuen Zeichnungen an. Genau das hatte ich vor. Zeig mir, was du anzubieten hast. Machen wir erstmal hier so. Nee, was? Mirs? Ruß? Wo ist denn das von der wilden Jagd? Hier, was haben wir hier? Der Rebell. Odins Segen. Flamme und Stahl? Nein, hä? Doch, das, ich glaube, das hier ist das. Genau das und wilde Jagd. Jetzt machen wir statt rot, wird er jetzt schwarz. Oh, für den Rücken hat die noch ein paar mehr. Ah, das, okay. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. So. Das gefällt mir nicht. Da finde ich das hier besser. Also. Ich weiß nicht, die Knochen. Nee. Das, die Tattoos finde ich cool. Die Knochen wiederum gefallen mir nicht wirklich. Aber. Eine Güte, was ist denn los? Immer noch für den Kopf. Das hier. Wilde Jagd. Oh, yes. Sind wir komplett in Schwarz. Sieht doch cool aus. Alles?
Das war's. Vielen Dank. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal, Eivor. Gut, jetzt haben wir zwar noch rote Haare. Aber ich finde, das stört nicht weiter. Das mit dem Schwarz im Gesicht und dann die roten Haare sieht doch gut aus. Okay, dann schauen wir uns mal kurz die Quest an. Ja, das könnte. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Das hier müssen wir machen. Genau das. Ich baue mal kurz mal den Vogel hier. Was siehst du heute, Freundin? Ach so. Sprich des Nachts mit dem irren Mönch. Des Nachts. Soll ich jetzt warten, bis es Nacht wird? Na komm, dann gehen wir mal eben schlafen. Dann ist es ja Nacht. Mal gucken, ob der Wolf wieder hier irgendwo. Da ist er. Hi. So ein guter Junge. Ja. Geht. Ja, funktioniert. Müssen wir jetzt mit dem reden können. Ja, der liegt auch noch da. Wo soll ich denn mit dem reden? Hä? Ja? Ich glaube, ich gehe einfach mal wieder zu dem Schiff. Da hat ja auch alles angefangen. Aber außerdem ist es ja jetzt eigentlich Nacht. Ah ja, da schreit er schon. Was haben wir denn hier? Seine Familie war stets treu. Ah. Wir haben jetzt ein paar Namen, oder wie? Ingigerd. Ihren Schild konnte niemand zerschmettern. Ah, da. Gut, ihr könnt mal ein paar Namen lesen. Da ist er. Hi. Alles fügt sich. Die Schemen werden deutlicher. Ach, wirklich? Eine riesige Schutzzone auf dem Langhaus. Die Ruhelosen dürfen ruhen und dein Volk ist bereit für die Jagd. Du bist weniger verrückt, als du dich gibst, Mönch. Doch ich muss dich enttäuschen. Es wird keine Jagd geben. Was sagst du da? Es sammeln sich mächtige Kräfte. Wir sind noch nicht über den Berg. Die Götter sind erbost. Ich werde nie wieder an dir zweifeln, Onkel. Haben wir etwas Falsches getan? Was hat das zu bedeuten? Wilde Jagd. Hört mir zu. Die wilde Jagd wird uns heute nicht ereilen. Woher weißt du das? Ich habe den Mut und das Können unseres Volkes gesehen. Wir halten zusammen, Nordleute und Sachsen, um uns den Prüfungen zu stellen. Und ich weiß, dass Menschen, die zusammenhalten und stark sind, die Anerkennung der Götter erhalten. Ups.
Wo ist der verrückte Mönch schon wieder? Oh. Was war das denn? Und jetzt? Nee, das ist jetzt ja nur der Ruhm. Hä? Bock mal. Das war's? Ich bin verwirrt. Das soll alles gewesen sein? Das kann ich irgendwie gerade nicht. Geht es zurück ins Frankenland? Nein. Ich glaube, ich bleibe noch ein wenig. Ist mir recht. Okay, das waren die. Bin trotzdem gerade verwirrt. Kann ich also ja nichts machen. Cooles Foto. Ho. Okay, bevor ich hier jetzt sinnlos rumirre, will ich einfach sagen, ich beende den Part für heute hier. Ist dann mal ein bisschen kürzer. Dann werde ich mich mal schlau machen, ob ich jetzt noch irgendwas machen muss oder ob's. Oder wie es jetzt weitergeht. Und ansonsten haben wir ja, wenn wir nochmal mit unserem Vogel darüber schauen. Das, dieses da. Und das werden wir uns dann beim nächsten Mal dann anschauen, wenn hier sonst nichts mehr ist. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ja. Und mal schauen, ob man hier auf dem Fest noch irgendwas machen kann, weil das wäre mal ein komisches Ende, oder? Ich werde mich schlau machen. Ich weiß es nämlich nicht und jetzt die ganze Zeit hier rumirren ist ja auch irgendwie Quatsch. Hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Erstmal bis dahin und ciao.